Es ist eigentlich alles gesagt und ich habe daher für meinen Beitrag heute eine etwas besondere Form gewählt. Sie ist sowohl der Jahreszeit als auch dem Antrag angemessen und sie vor allem auch Ausdruck gegenüber Herrn Dr. Berger. Denn wie der Spanier sagt, es braucht echt Coronis, um hier so einen Antrag zu stellen. Das also ist des Pudels Kern. Der Kasus macht mich lachen. Da reiten hinaus der Union ihre Recken von ihrer schwarzen Burg das Neuland entdecken. Voran Ritter Berger von der langen Gestalt. Seine Hände er in die Mähne krallt. Von seinem Zossen, den er Rosi nannte. Und aus Berlin winkt fröhlich Angie, die Tante. Durch seinen Knappen Sancho Laschet beflankt, er nun hinaus in das Neuland wankt. Zu kämpfen um das Digital, doch manches gerät dabei zur Qual. Hat nun, ach, Philosophie, Wirtschaft und Medizin und vielleicht auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da steht er nun mit der Union im Chor und ist so klug als wie zuvor. Heißt Magister, heißt Doktor gar und zieht schon im 17. Jahr herauf, herab und quer und krumm den Landtag an der Nase herum. Und sieht, dass wir nichts wissen können, das will ihm schier das Herz verbrennen. Zwar ist er gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Ihn plagen keine Skrupel noch Zweifel, er fürchtet sich weder vor Schulze noch Teufel. Dafür ist ihm auch alle Freud entrissen. Einheitliche Matrikelnummern, das müsst ihr wissen. Hätte er gern für alle Unis gesehen, nun geht er unter mit Fahnen, die wehen. Denn eine Anhörung zeigt es klar und deutlich, Universalmatrikeln, die passen heute nicht. Die Computer, diese Rechenmaschinen, sortieren längst alles, fleißig wie Bienen. Denn die Tabellen und die Datenbanken können rasch mit Zahlen flanken. Drum heißt es in der Konsequenz, ohne Bits und Bytes und Konferenz, Partikeln hier und Matrikeln dort schon, der Antrag muss an ein anderes Örtchen. Die digitale Revolution ist längst Realität, die der Kreis der Union leider gar nicht versteht. Und wir rufen Servus, Goodbye und Mu zur Digitalkompetenz der CDU. Nun schließe ich das Kapitel der Reimerei und ende ganz friedlich mit leisem Auwei. Ich denke, es ist klar geworden, wir werden den Antrag ablehnen. Danke. Gereimt hat er wohl fein, trotz allem, es muss sein. Die Rede ist vorbei, oh wei, oh wei. Jetzt spricht die Regierung des Landes geschwind. Ministerin Schulze hat das Wort. Das weiß zwar nicht jedes Kind, aber die Landtagspräsidentin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also für eins ist dieser Antrag wirklich gut. Er setzt unglaublich viel kreatives Potenzial frei. Vielen Dank für diese wunderbaren Reime.